Hallo Leute miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weideack, den Demeliaks aus Mittelfranken. Bei uns dreht sich heute alles ums Fleisch und wir spielen heute mal Dienstbote. Wir haben Braten, wir haben Suppenfleisch, wollen wir noch was Gutes? Wir haben Rouladen, wir haben Gulasch, Hackfleisch haben wir in der Gefrier. Da oben sind dann noch die feinen Schätze, Lende bzw. Roastbeef. Oh, mein persönlicher, hier sind die Entrecôtes, die sind auch sehr lecker. Aber mein persönlicher Liebling ist ja das da, Beinscheiben. Einfach wie eine Bolognese machen. Hol mir hier zu. Einfach wie eine Bolognese machen, ein bisschen Gemüse anbraten im Topf. Die davor anbraten, dann das Gemüse, Knoblauch, Zwiebel, Karotte, Sellerie, bla bla bla. Das dann drauflegen, mit Brühe, mit Rotwein aufgießen, 4, 5, 6 gar nicht lang noch köcheln lassen, Knochen raus, zerzupfen. Beste Ragout der Welt. Papa, Papa, bitte, das. Ich muss kurz Pause machen. Da will jemand Gülle fahren. Aber zurück zum Fleisch. Wir haben vor 2 Tagen unser Fleisch aus der Reifung rausgeholt, haben es fein portioniert, haben es vakuumiert. Und gestern haben wir unseren ersten Hofverkauf, wo die Leute dann das Fleisch, das vorbestellte, die Pakete abholen konnten. Und jetzt machen wir mal ein Päckchen fertig, das hier gekühlt auf die Reise geht. Wir haben hier aus Jute ein Inlay. Dann haben wir 2x500 Gramm Eis. Unten so ein Fleischpaket, besteht aus Hackfleisch. Haben wir 2x500 Gramm. Und dann packen wir noch drauf Rouladen. Dann haben wir noch Gulasch. Dann haben wir noch Suppenfleisch. Dann haben wir noch, weil ich denjenigen sehr mag, ein paar Beinscheiben, eigentlich mein Gutzel. Und 2 Stückler Braten haben wir auch dabei. So. Und dann liegt das ganze Zeug da drin. Kühlung ist unten drin. Deckel drauf. Und jetzt nur noch zukleben. Aufkleber drauf. Fertig. Und jetzt wird das Ganze per Express abgeholt. Halt Scheiße. Heute ist Vatertag, heute ist Feiertag. Aber das Ding muss unbedingt raus. Deshalb fahren wir das einfach selber raus. Ihr habt es gesehen, wir sind auf dem Weg Richtung München. Also von uns aus gesehen in den Süden. Ich habe meinen Kameramann dabei. Zum einen, weil natürlich heute Vatertag ist. Beiläufig auch Christi Himmelfahrt genannt. Und da ist natürlich super, wenn Vater Sohn was machen. Zum anderen, da wo wir hinfahren, da gibt es auch einen Vater und einen Sohn. Der ein oder andere ahnt es vielleicht schon. Ich denke auch mal 90% meiner Zuschauer kennen den jungen Herrn. Wir fahren heute zum Vespa-Bäder. Ein kleiner Vatertagsausflug ins schöne Altmühltal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das im Altmühltal ist, aber ich muss da irgendwo drunter. Warum fahre ich da hin? Ich habe Fleisch im Kofferraum für den lieben Bäder. Und der Anlass der ganzen Geschichte ist, nicht, dass ich dem Bäder nicht auch gern Geschenke mache, aber in dem Fall habe ich ihm keins gemacht, sondern der liebe Johannes, ein Zuschauer unserer beider Kanäle, mit dem man auch regen Kontakt pflegt, der hat sich gedacht, Mensch, ich mache dem Bäder mal eine Freude und dem Basti und stell beim Basti ein Fleisch für den Bäder.
und weil es so schön ist und natürlich heute kein UPS fährt, fahren wir das einfach selber mal darunter. Dann lerne ich den Peter auch mal kennen. Weil es ist natürlich immer mega spannend, wenn man die Leute, vielleicht geht es euch auch so, die Leute, die man nur auf YouTube oder im Video sieht, auch mal live sehen kann, das Ganze vor Ort sehen kann. Ja, und einfach die Leute auch mal kennenlernt. Mit Peter habe ich ja über YouTube schon einen schönen Austausch. Ich glaube, wir können miteinander, nicht nur wegen den Wuppmeisters und den John Deeres. Und deswegen freue ich mich richtig und sage auch nochmal Danke an den Johannes, dass er es mir so leicht gemacht hat und auch auf die Idee gebracht hat, einfach mal einen Ausflug zu Peter zu machen. Das ist für uns nicht weit. Das ist, was waren es denn jetzt? Keine Ahnung, ich fahre eine Stunde. Eine Stunde fahre ich knappe 100 Kilometer. Das ist jetzt nicht die Welt. Das können wir schon mal machen, das machen wir gern. Bin ich jetzt mal gespannt. Wir brauchen noch knapp eine halbe Stunde, der Bob und ich. Und dann besuchen wir den Peter und den Josef. Der weiß übrigens gar nichts. Der weiß bloß, dass er heute daheim sein soll und dass es Überraschung gibt. Aber wer da kommt, weiß er nicht. Flagge da ist verdächtig. Ich glaube, da sind wir da. Schauen wir mal. Ja, schau hier, da sind wir. Ich habe die Baustelle erkannt. Aha, aha. Schau gut aus. Jetzt gehen wir mal rein. Er steht erschreckt. Jetzt habe ich gemeint, jetzt kannst du dich erschrecken. Servus, hi. Der Papa ist nur im Schlafanzug. Der ist nur im Schlafanzug? Ja. Ja, ihr auch noch, ne? Ja. Na, hol ihn noch mal raus. Sag mal her. Machen wir auf. Jetzt. Du bist der Josef, oder? Ja. Servus! Du. Grüß dich! Oh, mit dir! Hat das der Datscha Dietz eingefahren? Ja! Ach du bitte! Komm, weil ich muss ja Peter was geben. Ach nein, ich hab. Weil ich habe damit gar nichts zu tun. Sondern. Das war der liebe Johannes. Ja, der haut für dich ein bisschen was eingekauft. Und das habe ich dir halt bringen dürfen. Heute ist Feiertag und heute fährt kein UPS. Das kann sein, dass da ein bisschen was vom Mordel drin ist. Wie gesagt, haben wir alles dem Johannes zu verdanken. Vielen Dank. So lerne ich ihn Peter auch mal kennen. Auf der Baustelle. Auf der Baustelle, ja, heute leider nicht. So. So. Wir haben extra ein schönes Paket. Ihr wart ja dabei, wie ich es eingepackt habe. Eine Braten von mir. Oh, ist das kalt. 100 Braten von mir. Das war eine riesen Überraschung. Und ich kriege jetzt mal einen kleinen Rundgang da. Und sehe jetzt endlich mal die heiligen Hallen, die Holzplätze, den kleinen Inder und natürlich den Peter. Kriegen wir auch mit. War echt eine wunderbare Überraschung. Der hat nichts geahnt, der Kerl. Gar nichts, absolut. Ja, echt schön, hocken jetzt schon ein paar Stunden zusammen. Geil, echt schön, wenn man sich immer so kennenlernt. Wir kriegen jetzt noch ein wenig einen Rundgang und dann schauen wir weiter. Ich habe meine Hofführung bekommen beim Peter. Peter, vielen Dank. Sehr gerne. Für deine Zeit. Vielen Dank nochmal tausendmal an Johannes. Hat uns echt sehr gut gefallen, dass wir uns mal kennengelernt haben, dass wir das alles einmal hier erleben darf und mal live sieht, das sind die Verhältnisse und wir haben es schon gemerkt. Wir haben eigentlich einen großen Unterschied. Die ähnliche Größe, wir sind beide 1,98 Meter groß, deshalb passt perfekt, hat echt hingehauen. Wir haben uns alles angeschaut, wir haben uns ein wenig unterhalten, wir werden uns sicherlich wieder treffen, wir werden uns sicherlich wieder unterhalten. Das war nicht das letzte Mal. Auf keinen Fall. Ich hoffe, dem Peter, dir schmeckt das Fleisch dann. Oh ja, lass das schmecken.
Und wir werden es jetzt langsam wieder heimlich machen und schauen mal, was wir die Woche dann noch so treiben. Also, bis dann. Servus. Macht es gut, wir sehen uns. Aber der ja, wir sind wieder zurück vom Bäder. Gestern waren wir da. Wunderschön, war echt schön, bin immer noch begeistert. War schön, den Kerl einmal zu treffen. Und wir werden weiter voll in Kontakt bleiben. Also es war echt wunderbarst. So, ich genieße hier die Aussicht. Herrlich, ja? Es ist trotzdem noch gescheit frisch. Dürfte jetzt schon langsam mal ein bisschen anziehen, aber das wird jetzt dann schon nächsten Tag. Heutige Tagesaufgabe. Wir machen unsere Platten, unsere Sparren hier rein. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Die Guten liegen da unten. Mein Sägewerksmeister, der Vincent, kommt jetzt dann gleich noch. Und dann legen wir los. Im Grunde sollte es kein großer Eck sein. Im Grunde sind wir da meiner Meinung nach in 2-3 Stunden durch. Weil wir machen eigentlich nur hier die erste Platte, die erste Trapezblechplatte. Und da drüben, den machen wir weg, den legen wir zur Seite. Und dann mit dem Rückgewand quasi vor jeden Sparren von den Hallen legen wir die anderen drauf. Verschrauben die, machen die Platten wieder drauf. Dann kann ich ja perfekt ausmessen, was habe ich für eine Differenz. Dann brauche ich wahrscheinlich drei, mindestens vielleicht vier Platten. Und der Spalt dazwischen, der dann übrig bleibt, da holen wir uns dann ein Hutprofil auf den genauen Spalt. Und das wird dann drüber gebaut und dann ist das Ding wieder dicht. Weil, also die Hallen sind an sich perfekt gleich. Ne? Also es ist alles im Winkel. Und auch von den Höhen, da ist glaube ich ein halber Zentimeter, ist die da drüben niedriger. Das tut aber keinen, auf den 4 Meter macht das nichts aus. Und dann, ja, und diese Trapezbleche, die überlappen ja immer. Ne? Hier, diese, wo haben wir es denn? Da sieht man es, da hört die Platte auf, die überlappen hier. Das wäre jetzt natürlich ein Sechser im Lotto, wenn das abpassen würde, aber das glaube ich nicht. Deshalb gibt es da eben die Lösung vom Hersteller, ist, oder Hersteller, Händler, glaube ich, ist das, die haben da Lösungen, dass man sagt, okay, wir legen jetzt dann drei Platten, drei wahrscheinlich drauf, messen diesen Spalt, der noch übrig bleibt, und da kommt der Hutprofil drüber. Keine Ahnung, wie es genau ausschaut, aber die haben gesagt, das ist alles kein Stress. Ja, bevor jetzt der Vince kommt, kann ich ja eigentlich schon mal anfangen und einfach ein paar Schrauben lösen und ja, dann tun wir den Platten noch zur Seite und legen auf und sind fertig. So meine Vorstellung.
Das hat doch jetzt prima geklappt. Jetzt haben wir mal alle hoch. Irgendwo haben wir gedacht, dass wir sie einzeln hochlegen, aber das ist, glaube ich, einfacher, wenn wir sie jetzt hier dann vertragen. Ich schaue, dass ich diesen Abgrund ignoriere. Nochmal, ich habe Höhenangst. Vincent spaziert über Dachbürste. Er hat mir mal gesagt, finde ich immer wieder spannend, naja, wenn ich am Boden am Bordstein entlang balancieren kann, warum kann ich das auch nicht in 12 Meter Höhe? Eigentlich logisch, ja, eigentlich. Ist natürlich so, ist er natürlich doppelt. Vincent, wenn das geht für dich, ne? Du kannst jetzt einfach auch mal vortun und ich bleib noch schräg. Hast du deinen Schlupf erstmal raus und dann gehe ich ein wenig rüber? Ich kann dann anheben kurz. Okay. Die legen wir jetzt dann alle dahin und dann schrauben wir sie mit einer großen dicken Schraube fest und dann sind wir fertig. Sind wir schon durch, hey? Ging fix, ging echt fix. Ihr habt es ja gesehen, nur hochgeladen, mit dem Rückewagen und dann mit der Hand vertragen. Das ging alles ganz gut zu ziehen. Gleich festgeschraubt, ausgerichtet im rechten Winkel, weil die Hallen sind super gestellt, von der Höhe vor allem, aber die Spannen sind unterschiedlich gelegt. Das heißt, hier liege ich an mit meinem Spann hier, da liege ich an am alten. Hier kriege ich jetzt dann auf einmal einen Abstand, weil es halt hier wieder passt. Aber wir haben es jetzt im rechten Winkel gelegt, dass es von unten einfach gut ausschaut. Die Abstände passen, überhaupt kein Thema. Das ist echt easy gewesen. So einfach kannst du keinen überdachten Winkel schaffen. Jetzt haben wir schon ausgemessen. Ein bisschen, sag mal, konisch oder schief stehen sie schon zueinander, die Hallen. Das Lichtmaß hier unten von Platte zu Platte ist 2,96 und hier oben ist 3,08 Meter. Das heißt, was mache ich? Ich hole mir drei Platten, die überdecken immer einen Meter. Und normalerweise überdecke ich ja nur hier. Jetzt lasse ich sie dann einmal mehr überlappen und habe dann einen Spalt irgendwo von 40 zu 32 cm, wie auch immer. Und da kommt dann dieses Hubprofil drüber. Und dann ist die Halle dicht. Freut mich. Ging echt richtig, richtig schön. Schauen wir uns gleich mal von unten an und dann gehen wir weiter zum nächsten. Sieht spitze aus, bin ich echt sehr zufrieden. War jetzt eine Arbeit von 2 Stunden. Platten bestellen, die sollen irgendwie 1-2 Wochen Lieferzeit haben. Fertig, Schrauben und Material haben wir noch von den alten Dingern. Die Trapezbleche haben wir jetzt auf allen Hallen irgendwie gemacht, wo wir was gearbeitet haben, wo wir neue Dächer drauf gemacht haben. Heißt, das passt. Gut, ich weiß gar nicht, was wir jetzt die Woche noch zeigen. Wir schauen auf jeden Fall nochmal zur Anna jetzt dann runter. Und ansonsten muss ich mir jetzt im heimischen Garten ein bisschen, die Tomaten müssen raus, ein bisschen engagieren. Und dann ist die Woche auch schon wieder rum. Dann haben wir auch schon wieder einiges geschafft. Dort stecken die ersten Tomaten. Die verteilen wir noch aufs Häusl rum. Ums Haus. Ein paar haben wir an der Hauswand. Und der Rest steht oben im Tomatenhäusl. So, wieder was geschafft. Hier haben wir auch unseren Wildgarten. Ist das eine Arbeit, diese Beete da freizuhalten? Aber okay, hier haben wir schon alles Mögliche drin. Ja, was man halt so für sich selber braucht. Wunderbares Wetter. Die Meute chillt im Unterstand, im Schatten. Jetzt gucken wir mal rein zu den Liebchen. Servus miteinander, habe die Ehre. Und da haben wir unsere schöne Anna. Hey, Grüße. Du hast da irgendwas fressen, hä? Ja. Schaut es euch an. Steht da in voller Pracht. Schnüffelt ein bisschen hinten. Darf ich mal gucken? Ja.
Riecht ein bisschen, aber das wird alles gut. Da haben wir unseren kleinen Silvano, sag ich schon. Caruso. Ja? Großer. Der Kerl ist wirklich ein absolutes Vorzeigemodell. Der wächst wie ein Schwammerl. So einen großen habe ich noch nicht gesehen. Ja? Großer Schnuck. Mal probieren. Du schöner Bau. Also, wir sehen, es geht allen prima, es geht allen wunderbar. Ja. Haben wir die Minea, die Kaya, den Silvano und mein Liebling. Ja, mein Liebchen. Ja. Die Julia, die Martina. Alle haben wir da, ne? Darum. Ja. Ja, heute ist. Hört euch mal zu mir. Heute ist Samstag, also das ist jetzt dann der Abschluss des Videos. Montag kommt der Tierarzt. Der schaut sich dann die liebe Anna nochmal an. Da werden diese Fäden hinten gezogen oder dieses Band, besser gesagt. Und dann ist es auch für ihn soweit. Dann machen wir aus dem jungen Kerle. Ja. Dann machen wir aus dem jungen Kerle leider einen Ochsen. Aber das muss jetzt dann auch sein, bevor es halt zu warm wird. Vom Alter passt schon alles. Aber wenn es jetzt dann zu sehr in den Sommer nahe geht, dann ist mit der Wunde einfach nicht so gut. Und dann fliegen und so weiter kommen. Deswegen machen wir das jetzt schon. Wir haben ein Schwalbennestel drin, hey. Ja. Da oben. Gut, da haben wir den schönen Uwe. Also, alle da. So, mal schauen, ist der Zaun aus? Ja, ist er. Das hätte mir jetzt nicht drauf gescheppert. Jo, liebe Leute, dann war es das für diese Woche. Wunderbarer Besuch beim Bäder. Also, war echt, hängt immer noch nach, ist immer noch in Erinnerung. War mir eine Riesenfreude mit dem Kerl und auch sein Pupp und seiner Frau. Also, alle echt eine wunderbare Familie. Sehr gastfreundlich. Wir haben uns viel ausgetauscht. Ich habe viel mitnehmen können, was ich vielleicht auch noch verbessern kann. Und dann hätte ich gesagt, ist unsere erste Fleischauslieferungswoche vorbei. Wir haben die Anna wieder da. Es ist alles super. Also positiv. Nächste Woche gibt es ein kleines Special. Da mache ich was mir richtig gut gefällt. Wie so ein kleines Bierglanzkind freue ich mich da. Also, liebe Leute, bleibt dran, kommentiert fleißig, klickt auf Gefällt mir, das hilft dem Kanal, das hilft euch, dass ich immer wieder dabei bin. Und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Servus miteinander.